So, meine lieben Leute, ich grüße euch recht herzlich zum heutigen Sonntag. Und zwar, Freunde, ihr wisst ja, worum es geht. Clan versus Clan. Ja, ich habe versprochen, dass ich nochmal ein Video mache. Und ja, auf jeden Fall, Freunde, Lord Leverwush, nochmal vielen Dank, Lord Leverwush. Der hat das Ganze aus dem letzten Video ausgewertet. Und es sieht wohl so aus, dass zwei Stimmen mehr für einen Kampf sind. Das heißt, es wäre jetzt natürlich schade, wenn ich eine Abstimmung mache und sagen würde, nee, komm, wir machen dann den Kampf doch nicht. Also es wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Deswegen würde es wohl darauf hinauslaufen, dass wir tatsächlich diesen Kampf machen werden. Die größte Frage, die allergrößte Frage, die es jetzt überhaupt gibt, wann? Ja, ich habe schon mal so ein bisschen umhergefragt und viele Leute können einfach immer nicht an einem Samstag, Freitag, in der Woche ist sowieso immer schlecht. Deswegen wird das definitiv an einem Wochenende stattfinden. Und so wie es aussieht, können die meisten Leute doch wohl eher Sonntag. Da muss man mal gucken, wie man das macht, weil Sonntag ja manchmal auch Stream ist und so weiter. Ja, muss man auf jeden Fall gucken, Freunde. Also ich denke, dass es auf jeden Fall an einem Wochenende sein wird und Samstag oder Sonntag wird sich noch entscheiden. Ich denke aber tatsächlich eher an einem Sonntag. Natürlich wäre es gut, wenn die Leute, die öfters mal mitzocken, auch hier einen Kommentar abgeben würden, damit man einfach das Ganze viel besser auswerten, einschätzen kann. Ja, immer dieses ständige Hinterherfragen und die Leute lassen sich dann tagelang Zeit zum Antworten und ja, ist ein bisschen blöd, finde ich, denn irgendwie kann man sich nie irgendwie drauf verlassen oder man kann nie irgendwie genau sagen, okay, der hat da Zeit. Man muss immer irgendwie ein bisschen hinterherfragen, sage ich mal. Und es ist dann doch ein bisschen schade. Ja, der Clan-Leader oder der gegnerische Clan weiß auch noch nicht so recht, wann genau und wie. Und das, also die können sich fast erst danach richten, wenn wir Zeit haben. Und dann müssen wir uns trotzdem dann auch wieder danach richten, wann der Gegenclan Zeit hat, ne? Ja, das Ganze wird trotzdem irgendwie so ein Freundschaftsspiel werden, denke ich mal, denn, ja, es ist immer so ein bisschen nur hinterher umhergewürfelt, zufällig gewürfelt, wie die Leute Zeit haben, welche Leute mitspielen, kein eingespieltes Team und so weiter, also man kann das, glaube ich, nicht wirklich als richtigen Clan Wars bezeichnen, denn bei uns ist einfach ein großes Durcheinander, einfach weil viele, viele Leute drin sind, aber viele, viele Leute irgendwie gar nicht mitspielen, wenn wir spielen und ja, so sieht's aus, Freunde, aber das wird jetzt auch nicht Thema sein. Auf jeden Fall Clan vs. Clan, es wird stattfinden. Die Frage ist nur wann. Schreibt bitte gerne nochmal rein, wann ihr Zeit hättet. An irgendeinem Samstag, irgendeinem Sonntag. Es muss auch jetzt nicht nächste Woche sein, ja. Also ihr braucht euch jetzt nicht reinstressen. Es kann auch übernächste Woche sein. Ja, mir ist das vollkommen egal eigentlich. Nächste Woche muss ich selber gucken, ob ich Sonntag Zeit habe. Aber wenn ihr alle schreibt, okay, nächste Woche Sonntag, das wäre der... Moment, ich muss kurz gucken... Das wäre der 26. August, nächsten Sonntag. Vielleicht habt ihr da Zeit. Wer da Zeit hat, bitte in die Kommentare, 26.8. Und ja, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz gutes Thema. Natürlich auch für den gegnerischen Clan Dexim wäre das gut. Umso früher wir es wissen, umso besser können wir uns darauf einstellen. Ansonsten... Grüße gehen wieder raus an Dexim. Ich finde es mega positiv, dass, und das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich weiß, dass einige von euch zuschauen, dass der Clan-Leader mir ausgerichtet hat, dass keiner von euch aus auf Streit aus ist und euch das gefällt oder ihr das gut findet, dass wir die Sache hier so durchziehen und keinen Rückzieher machen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Grüße auch an die ganze Penunity, Leute. Es wird demnächst spannend werden. Clan vs. Clan, Dexim gegen Penunity. Es wird sicherlich nochmal ein Video kommen, wenn mal wieder eine neue Auswertung da ist. Und ja, dann gucken wir weiter. Lord, nochmal vielen, vielen Dank für die Auswertung. Er hat sich in meiner Abwesenheit darum gekümmert, das Ganze auszuwerten, hat ein Diagramm und so weiter erstellt. Also doch schon ein bisschen aufwendiger. Und ja, ziemlich cool. Also, Leute, bis dahin. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sonntag. Wir hören uns. Vielleicht hören wir uns noch später im Stream. Ich weiß nicht, ob ich heute stream. Muss ich mal gucken, ob ich Lust habe. Aber ihr wisst Bescheid, Freunde. Also danke für alles. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Supporten. Danke fürs hoffentlich kommende Kommentieren. Also macht's gut. Haut rein. Euer Panne.
Games play best on Xbox One.